Und da sind wir wieder, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, ein neues Reaktionsvideo von Metallica. Ja, Unforgiven haben sie bei der zweiten Madrid-Show gespielt. Wir gucken uns natürlich erstmal die Setlist an. Und ja, voilà. Also von Memory und Unforgiven gibt es ein Video. Das von Unforgiven gucken wir uns heute an. Und im nächsten Video dann von Memory. Ja, zu Setlist. Nichts Neues, nichts Spannendes dabei. Ich finde es cool, dass sie Inamorata jetzt wieder öffnen, dass sie Inamorata spielen. Und ich finde auch den Übergang von Fight Fire direkt in Morph into Flame. Ich glaube, wo waren sie davor? In Warschau waren sie, haben sie Blacknet und auch direkt in Morph into Flame gespielt. Ich würde mich auch sehr drüber freuen, wenn sie auch mal wieder Songs spielen. Here comes Revenge und andere Songs wie Spit Out the Bone oder ja. Die neue Setlist, die haben ja jetzt letztes Wochenende, wo ich geheiratet habe, by the way, haben sie ja schon die erste Show in den Staaten gespielt und da gehen wir auch später drauf ein, wenn es davon Videos gibt. Aber naja, die Setlist ist auch jetzt nicht so. Naja, gucken wir uns dann an, wenn es dann soweit ist. Aber erstmal gucken wir uns die Performance an von der zweiten Madrid-Show. Wünsche euch viel Spaß mit Metallica Unforgiven 1 von dem Black Album live in Madrid, Spanien am 14. Juli 2024. Und wir gehen rein. Wünsche euch viel Spaß. Ja, dieses Intro, das haben sie auch ein bisschen länger gemacht, um halt ein bisschen mehr Zeit zu haben. Ich denke mal auch für die Roadies, für James Tech ist das glaube ich auch gar nicht so schlecht. Hat ein bisschen mehr Zeit, alles aufzubauen. Glaube ich auch, Metallica hat ja schon dieses Jahr und letztes Jahr oft diesen Song gespielt und glaube, ein Video gab es glaube ich davon noch gar nicht. Aber ein wunderschöner Song. Ist auch einer meiner Lieblings-Unforgivens. Oh, zurücklehnen und entspannen. Young man struggles on and on. Who won't
Er hat sich gerade kurz gedreht. Auch ziemlich cool. Song, den du einfach mitsingen kannst. Egal, ob du nüchtern bist oder nicht. I feel it! Die Solo hat Kurt auch so auf und drauf. Nee, doch nicht. Ich dachte, Lars macht da irgendwie danach irgendwie fake Faxen oder so. Ja,
Ich denke mal, so ist es ein wunderschönes Standbild. Ja, Unforgiven 1, auch einer meiner absoluten Lieblingssongs, auch einer meiner Lieblings-Unforgivens. Ich glaube, direkt danach kommt dann Unforgiven 3 und danach Unforgiven 2. Aber wirklich alle drei Unforgivens sind wunderschöne Songs. Und James hat mal in einem Interview gesagt, Unforgiven 4? Die Reise ist noch nicht zu Ende, hat er mal gesagt. Vielleicht kriegen wir auch beim nächsten Album Unforgiven 4. Mal gucken. Und ja, ein wunderschöner Song. Ja, den Song widme ich einfach an meine zwei Omas, die dieses Jahr leider verstorben sind. Und als wir dieses Jahr in München waren, bei Nothing Else Matters und bei den. Nicht bei. Nee, nur bei Nothing Else Matters, sorry. Unforgiven haben sie gar nicht in München gespielt. Stattdessen haben sie ja No Leaf Clover gespielt. Auch ein cooler Song, by the way. Aber dieses Jahr, als wir in München waren, bei Nothing Else Matters, dachte, die hätten auch Unforgiven gespielt, aber die haben ja in Hamburg Unforgiven gespielt und ja, nicht in München. Aber jedenfalls dieses Jahr einen Monat, also ich hatte dieses Jahr zwei Trauerfälle. Einmal im Februar oder Ende Januar war es und einmal Mitte April sind zwei wichtige Menschen aus meinem Leben leider aus dem Leben gegangen, also verstorben. Meine zwei Omas. Und im April ist dann halt meine andere Oma verstorben. Und dann einen Monat später war er dann, oder ein bisschen mehr als einen Monat, 5 Wochen oder so, waren wir dann ja in München. Und dann, als Nothing Else Matters gespielt haben, habe ich auch immer noch oben, bis nach oben geguckt. Meine Oma hat immer gesagt, ja, was du hörst, ist ja Hottentottenmusik. Und habe auch dann mein Handylicht angemacht und auch immer ab und zu mal nach oben geguckt. Ja, das war wirklich wunderschön. Und ja, auch harte Rocker dürfen auch mal ein Tränchen vergießen. Und ja, und bei dem Song. Auch. Ist ein wunderschöner Song, man muss das wirklich sagen. Und Mahlzeit. So, ja, wie gesagt, eine wunderschöne Performance. Hatte ab und zu echt Gänsehaut und hat echt Spaß gemacht. Auch einfach. Oder habt's genossen, hier zu sitzen und einfach nur nichts zu sagen. Oder ich habe ja ein bisschen was gesagt und einfach wenig zu sagen und einfach den Song genießt, einfach genießen und anhören. So muss das sein. Ja, das war es eigentlich schon. Mehr will ich auch nicht mehr dazu sagen. Wie gesagt, tolle Performance. Ist auch ein Song, den sie wirklich sehr gut drauf haben. Nothing Else Matters 2.0. Kirk hat wirklich das Solo wieder runter. Also, ja, mir fehlen echt die Worte. Kirk hat wirklich wieder einen super Job gemacht und James hat das sehr gut performt. Metallica hat den Song sehr gut performt und ja. Deswegen will ich auch jetzt nicht mehr viel großartig was sagen. War wirklich eine tolle Performance von dem Song. Wunderschön. So, im nächsten Video gucken wir uns dann an die Performance von Memory Remains, auch von der Metallica-Show hier. Und dann wünsche ich euch einfach noch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, dann empfehle ich euch einfach kostenlos. Ja, es geht kostenlos. In Deutschland muss man nicht, ich weiß, in Deutschland muss man sehr viel bezahlen, aber für diesen Kanal nicht. Einfach abonnieren, kostenlos, am besten noch die Glocke aktivieren, dann verpasst du auch nichts. Und immer einen Daumen nach oben, dann weiß ich, dir hat's gefallen. Und mehr will ich auch nicht. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Video, wenn wir uns dann Memory Remains angucken.
Und dann wünsche ich dir bis dahin einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf und bis bald. Ciao.